Okay, also wir sind jetzt in der Wohnung von unserem Vater, wo wir uns jetzt auch erstmal umsehen. Und wir fangen mal mit den Akten an. Unterlagen über die Expeditionen und Forschungsergebnisse meines Vaters. Der Einbrecher scheint sehr interessiert daran gewesen zu sein. Es fehlen stapelweise Ordner. Da können wir auch Da wird wohl nicht mehr viel zu finden sein, was wirklich wichtig ist. So wie es aussieht, waren die Einbrecher sehr gründlich. mitnehmen, wollte ich sagen, aber anscheinend doch nicht. Dann, was haben wir da? Einen, ne, tragbaren Kassettenspieler. Das Ding ist schrottreif. Außerdem fehlen die Kopfhörer. Aber mitnehmen können wir ihn. Okay, hier haben wir noch einen Kleiderschrank. Schon erstaunlich, mit wie wenig Klamotten Männer durchs Leben kommen. Okay. Da haben wir noch ein Buch. Eine Biografie von Dieter Dielen. Seit wann liest mein Vater denn so einen Schund? Können wir das mitnehmen? Hoffentlich erwartet keiner von mir, dass ich das lese. Nee. Oh, das Buch hat ein Schloss. Und anscheinend ist es gar kein Buch, sondern eine Art Schatulle. Gut getarnt als langweiliger Schmöker, den kein Mensch freiwillig anfassen würde. Ist das Die jetzt offen? Schatulle ist mit einem Schloss gesichert. Der Schlüssel dürfte ziemlich flach sein, sodass der übliche Haarspangentrick wohl nicht funktionieren wird. Also brauchen wir den Schlüssel. Okay. Gut, da haben wir noch ein Aquarium. Warum es Leute gibt, die dieses hohle Glotzen der Fische beruhigt, werde ich wohl nie. Moment mal. Da glitzert doch irgendwas. Neben einigen Fischen schwimmt da auch noch ein Schlüssel drin rum. Okay, das wird wohl der Schlüssel für die Schatulle sein. Und sie greift da jetzt sicher nicht einfach hinein, oder? Das Aquarium ist oben vergittert. Da Ah. passen meine Hände nicht durch. Okay, das Gitter können wir nicht wegnehmen. Okay, ein Bett. Sieht unbenutzt aus. Mein Vater war also mit Sicherheit noch nicht im Bett. Fürs Aquarium brauchen wir sicher irgendwie einen Haken oder so etwas. So, können wir den Teppich verschieben? Der Teppich ist an dieser Stelle völlig versifft. Ich sollte meinem Vater zu Weihnachten mal einen neuen schenken. Okay, aber den verschieben wir jetzt mal. Und da haben wir eine Da ist Spalte. irgendwas zwischen den Planken. Und da kommen wir jetzt nicht Ich hin. habe zwar extrem filigrane Finger, aber da komme ich so nicht rein. Wir brauchen einen Haken. Gut, ein Schreibtisch, da können wir uns auch mal umsehen. So, da der gute alte Bildschirmschoner und eine Tastatur. Passwort geschützt. Denk nach, Nina, denk nach. Gut, das Passwort wissen wir noch nicht. Eins, Eins, zwei. zwei, drei, vier. Passiert nichts. Scheint wohl der falsche Code gewesen zu sein. Wenn ich daran denke, welche Schwierigkeiten mein Vater hat, sich Zahlenkombinationen zu merken, dann muss die Lösung irgendwo in seinem Umfeld zu finden sein. Gut, das werden wir noch rausfinden. Was haben wir hier? Auf Zettel. einem ist ein Zahnarzttermin, auf einem anderen steht eine Einkaufsliste. Den dritten kann ich nicht lesen und der vierte ist leer. Die bringen mich nicht weiter. Okay, ein Bleistift. Ein Bleistift. Braun und auch ansonsten an Dramatik kaum zu überbieten. Aber mitnehmen können wir den. Gut, und ein Salzstreuer. Salz. Im Mittelalter auch das weiße Gold genannt. Nehmen wir auch mit. Und ein etwas älteres Pizzastück. Lecker. Kalte Pizza mit stinkendem Oh Thunfisch. Gott, okay. Aber nehmen wir trotzdem Warum mit. tue ich das? Schon der Geruch tötet jeden möglicherweise existenten Hunger ab. Aber in der Not frisst der Teufel ja bekanntlich auch Fliegen. Ja, natürlich, wie es sich für ein Adventure gehört, wenn wir kurz rausgehen. Wir haben hier nur unsere Hosentasche und da passt natürlich alles rein. Ist gar kein Problem. So, gibt es hier sonst noch etwas? Ein Radio, ein Kassettenrekorder. Papas alter Weltempfänger. Die Antenne ist abgebrochen und eine Kassette ist auch nicht drin. Außer einem beruhigend gleichmäßigen Rauschen werde ich da wohl nichts hören. Ja, wir haben aber. Können wir aus diesem Kassettenspieler eine Kassette rausnehmen? Da sind Batterien drin. Vielleicht funktionieren die ja noch. Das Gerät selbst ist jedenfalls hinüber. Ich lasse es mal hier. Muss ja nicht unnötig viel Schrott mit mir herumschleppen. Okay, immerhin haben wir die Batterien. War da jetzt eine Kassette drin? Ich glaube nicht, oder? Papas alter Weltempfänger.
Die Antenne ist abgebrochen und eine Kassette ist auch nicht drin. Gut, dann, ja, schauen wir mal raus. So, probieren wir das jetzt nochmal mit dem Sitz. Das müsste doch jetzt gehen, oder? Mein Handy und meine Sonnenbrille. Nehme ich beides besser mal mit, bevor sie mir noch geklaut werden. Ja, jetzt geht's. Okay. Mein Motorrad. Dem können wir, glaube ich... Genau, mit dem könnten wir jetzt zum Museum zurückfahren. Das machen wir jetzt aber noch nicht. So, erstmal in der Mülltonne rumwühlen. Na gut, dann werde ich mal... Oh, sie macht's wirklich. Ein einzelner Gummihandschuh und eine Fahrradspeiche. Nicht gerade eine herausragende Ausbeute. Gut, mit dieser Fahrradspeiche könnten wir uns einen Haken dann basteln. Das werden wir dann testen. Hier haben wir noch ein Pflanzengerüst. Einige der Sprossen sind zerbrochen. Sieht so aus, als sei hier jemand hochgeklettert. Ja, dann wissen wir jetzt, wie der Einbrecher in die Wohnung gekommen ist. So, da haben wir noch einen Eimer. Der Eimer ist voll mit Wasser. Können wir den mitnehmen? Na, mitnehmen. Huch, der Griff ist einfach abgerissen. Zumindest blieb der Henkel trocken. Okay, den Henkel haben wir mitgenommen. Ohne Griff kann ich den schlecht tragen. Einige Kollegen von mir würden sagen, das geht so nicht, das funktioniert so nicht, das kann ich so nicht machen. Ist das eine Anspielung auf andere Pick and Point Adventure? Nicht cool. Kann mich gar nicht mehr dran erinnern. So, da haben wir noch ein Fahrrad. Waren wir da schon? Ich glaube noch nicht. Das Ding fällt schon beim Ansehen auseinander. Außerdem habe ich mein Motorrad. Damit bin ich dann doch etwas schneller unterwegs. Aber das Einzige, was man hier noch gebrauchen kann, ist die Luftpumpe. Aber mit dem Fahrrad ist gesünder als mit dem Motorrad und ungefährlicher. So, haben wir eine Kiste. Eine Kiste voller Gerümpel. Das schreit schon danach, dass ich darin was finde, was mir irgendwann noch mal nützlich sein wird. Ja, je mehr Items es wären, desto komplizierter und schwieriger wird es. So, da haben wir noch Zigarettenstummel. Ein ganzer Haufen Zigarettenkippen. Da scheint wohl ein Kettenraucher am Werk gewesen zu sein. Seltsam. Dabei ist doch mein Vater ein so strikter Nichtraucher, dass er seinen Gästen sogar verbietet, irgendwo auf dem Grundstück zu rauchen. Ja, es dürfte dann wohl auch der Einbrecher gewesen sein. Und einen Kanalgummi. Da geht's runter in die Kanalisation. Das stinkt aus allen Löchern. Ja, es fällt ja eh nicht mehr auf mit unserem Pizzastück da. Thunfisch-Pizzastück. So... Okay, was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir mal rein, jetzt probieren wir das mit dem Haken mal. Und zwar die Radspeiche beim Aquarium. Der Schlüssel hat nirgendwo eine Öffnung, durch die ich die Speiche stecken könnte. Okay. Können wir das kombinieren? Nee. Und Dixo dran kleben oder Kleber dran? Nee. Okay, dann probieren wir die Radspeiche mal da in der Spalte aus. Ja, das funktioniert. Hab es. Eine Kassette. Seltsam. Lag die da absichtlich drin oder ist sie irgendwann mal aus Versehen da reingefallen? Die lag sicher mit Absicht da herin, denn auf dieser Kassette befindet sich unser... Code für den PC, genau. Das habe ich schon gespoilert. So, die Kassette haben wir reingegeben. Jetzt brauchen wir noch eine Antenne. Radspeicher? Nee. Was sagt sie denn jetzt? Papas alter Weltempfänger. Am Auto die erste und die letzte. Vom Zugang in den Untergrund ein Viertel der Löcher und schließlich die Wächter meiner Arbeit. Was? Was ist das denn? Eine Art Code? Papa, manchmal bist du echt ganz schön gaga. Na klar, für was brauchen wir auch eine Antenne, wenn da eine Kassette drin ist? So, also genau, das ist jetzt eben der Hinweis für den Code für den PC. Hören wir uns das Ganze nochmal an. Am Auto die erste und die letzte. Vom Zugang in den Untergrund ein Viertel der Löcher und schließlich die Wächter meiner Arbeit. Was? Was ist... Okay, also vom... Einmal noch. Am Auto die erste und die letzte. Vom Zugang in den Untergrund ein Viertel der Löcher und schließlich die... Was?
Okay. Also vom Auto das erste und das letzte. Damit ist natürlich das Nummernschild gemeint und somit also 2 und 3. Ich schreibe es mir auf, Vorsicht halber. 2 und 3. Dann zum Zugang zum Untergrund, das Viertel der Löcher. Ist natürlich der Kanaldeckel gemeint. Mit Untergrund ist die Kanalisation gemeint. Und das waren, glaube ich, 16 Löcher, also 4. Das zähle ich nochmal ganz kurz. Ja, 13, 14, 15, 16. Genau, 16. Sind das Gesamt und ein Viertel davon sind dann 4. Also müsste 4 die nächste Ziffer sein. Und genau, die zwei Wächter, die das Museum bewachen, das waren dann die zwei Statuen. Also die Nummer 2. So, somit ist der Code 2342 und der sollte jetzt funktionieren. Hoffentlich. Passwort geschützt. Denk nach, Nina, denk nach. 2. Zwei. Zum Glück sagt er uns immer die Zahlen an. Drei. Vier. Zwei. Kein Wunder, dass Papa sich die Zahlenkombination auf Kassette gesprochen hat. Auf das Passwort wird so schnell keiner kommen. Naja, so ein vierstelliges Passwort. Ja, gut, okay. Monitor. Man liest keine Mails von anderen Leuten. Andererseits. Ungewöhnliche Situationen verlangen nach ungewöhnlichen Maßnahmen. Also fangen wir mal an zu schnüffeln. Im Posteingang sind nur zwei Mails. Eine über Potenzsteigerung und eine über Damen jenseits der 80. Beides fasziniert mich nicht übermäßig. Der Ordner gelöschte Objekte ist leer. Aber unter gesendete Objekte ist was an einen ok@nms.de betreff, Tunguska. Könnte interessant sein. Ich mach die Nachricht mal auf. Hallo Oleg, lange nichts von dir gehört. Mir geht es wieder ganz gut. Hab lange gebraucht, die ganze Sache zu verarbeiten. Wegen deiner Anfrage. Schon eine Ewigkeit her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und ehrlich gesagt bin ich auch ganz froh. Ich habe die Typen einmal unterschätzt und dafür hat meine Frau mit dem Leben bezahlt. Ich habe mir damals geschworen, das Thema ein für allemal ruhen zu lassen. Nimm's mir nicht übel, aber dabei soll es bleiben. Aber jetzt, wo du wieder in der Nähe wohnst, können wir uns ja mal treffen. Würde mich wirklich freuen, dich mal wiederzusehen. Melde dich und sag Bescheid, wann und wo es dir passen würde. Dann sehen wir weiter. Wladimir Kalenko. Papa hat die Typen einmal unterschätzt und dafür hat meine Mutter mit dem Leben bezahlt? Was meint er damit? Sie ist doch durch einen Autounfall gestorben. Ich muss dringend Kontakt mit diesem Oleg aufnehmen. Vielleicht weiß der etwas, was mir weiterhelfen kann. Ja. Das ist die Mail, die mein Vater an diesen Oleg geschrieben hat. Hallo Oleg, wegen deiner und Okay. ich aber melde. Gut. Wir könnten ihn anrufen. Das Ding hat allen möglichen Schnickschnack. Man kann damit auch wunderbar Orion Squad One spielen. Man muss sagen, das Spiel ist aus dem Jahre 2006, glaube ich. Und ja, 2006 war es ja noch nicht so mit iPhone und Smartphone generell. Da gab es noch solche Handys. So, können wir jetzt Oleg anrufen? Wen soll ich anrufen? Mein Vater würde sich melden, wenn er könnte. Und nach Smalltalk ist mir momentan nicht zumute. Oleg? Okay. Vielleicht haben wir die Nummer nicht. So, ich will zu diesem Schlüssel kommen. Wie kommen wir zu diesen Schlüsseln? Ihr seht, ich probiere jetzt gerade aus, ob ich irgendwas mit irgendetwas kombinieren kann. Da fällt mir jetzt auf die Schnelle nichts ein. Nee. Kleber haben wir da noch. Nun kann ich mir das Handy an die Backe kleben. Okay. Okay, wir haben jetzt Klebeband aufs Handy gegeben. Gut. Das wollte ich zwar nicht, aber wir haben es mal gemacht. So, Kleber können wir sonst auch nicht verwenden. Gut. Was jetzt? Gehen wir mal raus. Könnten mal ins Museum schauen.